Die Seligpreisungen sind ein schöner Text in den Evangelien. Wir haben heute die Fassung von Lukas gehört und die gefällt mir ganz besonders, auch wenn es nicht die ausführliche ist, weil da gibt es dieses Selig und Wehe. Also gibt es zwei Seiten der Medaille und das Leben ist nicht so einfach, wie man sich das immer vorstellt, kurz gesagt. Worum geht es in den Seligpreisungen? Um vieles. Aber wenn man es liest, sieht man, dass Jesus da auf der Seite der Armen steht. Und das ist etwas Wichtiges, auch eine Erkenntnis in der Kirche, dass wir dazu berufen sind, für die Armen zu sorgen. Gab es schon am Anfang, gibt es auch heute in den alten Schriften, in der Bibel steht es, dass die Witwen damals für die Armen sorgten und die Diakone. Und heute ist es die Caritas oder Leute, die sich einfach dafür entschließen. Ist alles gut und schön. Darum geht es aber in den Seligpreisungen nicht. Weil wenn es darum ginge, dass Jesus jetzt den Armen sagt, ja, ihr seid jetzt so hungrig, aber irgendwann wird der Herr euch das vergelten und alles wieder gut machen im Himmel irgendwann und ihr werdet satt werden und ihr, die jetzt weint, werdet irgendwann lachen. Stimmt alles irgendwie schon. Das ist die Verheißung des Himmels. Aber wenn es wirklich um die Armut ginge, dann ist es eine billige Vertröstung eigentlich. Weil was nützt es dem Armen jetzt, der nichts zu essen hat, dass er eine Verheißung hat, dass er irgendwann eines Tages nicht mehr hungern muss, wenn er jetzt hungrig ist und vor Hunger stirbt. Und man muss auch sehen, Armut an und für sich ist etwas Schlechtes. Armut ist schlecht, weil sie den Ursprung in der Erbsünde hat. Also das ist, Armut ist eine Sünde des Menschen eigentlich. Für die, die arm sind, nicht viel tun, also nicht viel, also keine Verantwortung tragen meistens, aber wo die Gesellschaft eigentlich Verantwortung trägt. Das ist eine strukturelle Sünde, von denen gibt es mehrere, aber das ist nicht das Thema heute. Also um die Armut, wie wir sie vielleicht manchmal zu sehen bekommen, geht es hier nicht, sondern es geht um etwas viel Wichtigeres. Jesus zeigt zwei Wege, also den Weg der Seligkeit und der Weg der Armut. Und so ganz pauschal gesagt, verbindet er mit dem Seligsein eher den Verzicht auf die Dinge, die man nicht hat, kurz gesagt. Also, wenn man hungert, hat man kein Essen und es ist gut, einfach darauf zu verzichten. Jetzt bin ich ein bisschen undeutlich. Es geht darum, einfach, dass einem Menschen es gut geht, wenn er in der Nachfolge steht, wenn er sich nicht auf den Besitz fixiert. Und nicht nur auf den materiellen Besitz, aber auch auf den geistlichen, im übertragenen Sinne, in jedem Sinne dieses Wortes. Dinge zu besitzen korrumpiert das Herz des Menschen, immer. Und es ist keine Magie oder sonst was, diese zwei Wege. Also es geht um eine Entscheidung, was will ich, wie will ich leben? Will ich den Weg des Seligseins, der Seligpreisungen leben? Oder entscheide ich mich für den Weg, wo Jesus sagt, wehe dir? Und das ist deine Entscheidung. Es ist die Frage, wie man sie trifft. Weil jeder will, dass es ihm gut geht und der Weg der Seligpreisungen ist eine gute Sache. Für uns Christen besonders, weil es etwas von Jesus Empfohlenes ist. Und da gibt es in der Lesung der ersten einen guten Hinweis darauf, wie das funktioniert. Also wir haben von Jeremia gehört und das ist so ein bisschen Jammerprophet, also der jammert immer das ganze Buch durch, vom Anfang bis zum Ende. Ist so, ne? Also es gibt auch die Klagelieder des Propheten Jeremia, die man dann in der Karwoche liest. Also es ist echt eine traurige Geschichte, es hat aber Gründe, warum er so viel gejammert hat.
Seinem Volk ging es nicht gut, ihm ging es auch dreckig teilweise. Und es war für ihn nicht einfach. Und trotzdem, in dieser sehr komplizierten Situation, ist er dem Herrn gefolgt. Und heute haben wir seinen Satz unter anderem gehört: Gesegnet der Mann, der auf den Herrn sich verlässt und dessen Hoffnung der Herr ist. Und das ist das, worauf Jesus hier abzielt mit diesen Seligpreisungen. Worauf setzt du deine Hoffnung? Auf dein Können? Auf dein Geld? Auf deine Familie? Auf deine Freunde? Ich habe Freunde gehabt mittlerweile, die von einem Tag auf den anderen beschlossen haben, dass sie kein Wort mit mir sprechen. Also ich will kein Mitleid jetzt, aber es ist wirklich so gewesen, an einem Tag waren wir befreundet, dann ist irgendetwas passiert, also ich fand es nicht so tragisch, aber anscheinend war es so tragisch, und vom einen Tag auf den anderen nichts mehr, kein Wort. Unsere Kirche baut auf sehr viele gescheite Modelle und was weiß ich noch. Wie sie aussieht, wissen wir alle. Wir haben in Europa Unmengen an Geld eigentlich, als Kirche, auch wenn es knapp ist, wenn man dann die Leute bezahlen muss, die für einen arbeiten, und es reicht vorne und hinten nicht. Aber trotzdem, wir haben unglaublich viel Geld zur Verfügung. Und? Also, da muss man kein Christ sein, um das zu erkennen, dass diese Dinge nicht das sein können, worauf ich mein Glück und dann auch meine Nachfolge bauen kann. Die geben nicht diese Sicherheit und nicht diesen Unterbau, den man eigentlich fürs Leben braucht. Du bist aber gut beraten, dir einen guten Job zu suchen, und wenn du viel Geld verdienen willst, mach es. Also wenn du kannst halt. Ne? Und es ist nichts Schlechtes daran. Aber täusche dich nicht. Wie viel du auch besitzt an Freunden, an Familie, an Besitz, an anderen Dingen, an Wissen, ja, das ist zu wenig. Und das spüren sehr viele Leute heutzutage. Also diese große Sehnsucht nach Sicherheit in den Menschen kommt nicht von irgendwo. Und so, also über den Daumen gerechnet, also wenn man einzeln anschaut, stimmt es nicht, aber über den Daumen gerechnet geht es den Menschen, zumindest in Europa, sehr gut. Wenn man dann die einzelnen Schicksale anschaut, kann es anders aussehen. Aber so, Pi mal Daumen, geht es uns echt gut. Und trotzdem, ja, fehlt etwas Grundlegendes. Und wie setzt man die Hoffnung auf den Herrn? Das ist ein schöner Satz, der viel bedeuten kann, aber keine klaren Anweisungen gibt. Ne? Setz deine Hoffnung auf den Herrn. Was bedeutet das schon? Ne? Das ist eigentlich etwas ganz Einfaches. Ich weiß nicht, wer von euch schon vielleicht so etwas erlebt hat, im Gebet vor allem, darum geht es mir, im Gebet das zu erfahren, dass der Herr da ist und alles andere unwichtig ist. Das ist das, wovon der Jeremia hier spricht ein bisschen. Das ist das, was die Wüstenväter, also die ganz alten Mönche im 2., 3. Jahrhundert angestrebt haben. Dieses Ruhen im Herrn. Das ist nicht etwas, das man schläft oder umfällt und so weiter, kann man auch nennen. Aber darum geht es nicht, sondern wirklich, dass mein Herz in seinen Händen ruht. Und das ist etwas, was wir suchen sollten. Und wenn du das erreicht hast, es reicht, dass du es einmal erfährst, dann weißt du, worum es geht. Das bedeutet nicht, dass es ein Dauerzustand sein muss. Wird es nicht sein. Schlechte Nachricht. Also es wird nie ein Dauerzustand sein. Außer man hat eine besondere Gnade vom Herrn, aber
Ich kenne viele Leute, keinen, der diese Gnade hat. Also. Also zumindest aus meiner Beobachtung. Kann sein, dass ich nicht alles weiß. Ne? Also ich will niemandem zu nahe treten. Aber es ist kein Dauerzustand. Aber es reicht, es einmal im Leben erfahren zu haben, damit es dein ganzes Leben prägt. Also, wenn du das nicht erfahren hast, suche es. Dafür gibt es gute Möglichkeiten, auch hier in der Operngasse, aber auch anderswo. Und es funktioniert am besten, wenn man mit anderen betet, das zu erfahren. Alleine geht es auch, aber meine Erfahrung ist, mit anderen Menschen beten, holt den Herrn irgendwie intensiver an den Ort. Also suche solche Orte, sehne dich danach, dann wirst du den Weg der Seligpreisungen gehen. Den Weg, der zur Seligkeit führt. Und was diese Seligkeit ist, weiß ich nicht so ganz genau. Aber ich weiß, das kommt vom Herrn. Und das ist das Beste, was er uns schenken will. Das ist so eine menschliche Eigenschaft. Die Hölle kann man sich gut vorstellen, den Himmel, naja. Ja, es wird schön sein und gut sein, aber so ganz konkret kann man es nicht fassen. Und man muss es nicht. Das ist Vertrauen. Dass was immer der Herr auch für mich bereit hat, es gut ist. Also noch einmal zusammenfassend. Also diese Seligpreisungen zeigen uns zwei Wege, die wir gehen können. Paulus würde sagen, den Weg der Gnade und den Weg der Sünde wahrscheinlich. Und das ist deine Entscheidung, welchen Weg du gehst. Also es ist nicht immer deine Entscheidung, wie arm du wirst auf diesem Weg oder wie reich du auf diesem Weg wirst. Aber das ist deine Entscheidung, welchen Weg du gehst. Und um sich gut zu entscheiden zu können, damit diese Entscheidung wirklich tragend ist, braucht es diese Erfahrung der Nähe Gottes in meinem Leben. Und wir sind dazu eingeladen, von der Kirche, aber vor allem von Gott, diese Nähe zu suchen, mit allen Mitteln. Deswegen ist es gar nicht so schlecht, katholisch zu sein. Wer es nicht ist, ist auch schön. Ich kenne einfach die anderen Konfessionen nicht so gut wie die katholische Kirche. Katholisch zu sein bedeutet, also wir haben alles Mögliche bei uns. Also von den hart Extremen, die da bemängeln würden, dass der Altar vielleicht da irgendwie, keine Ahnung, schief steht. Der Stift steht, glaube ich, gut, aber das, also so pingelige Leute bis zu solchen, die einfach solche Sachen völlig wurscht sind und alles dazwischen ist gut und erlaubt eigentlich. Weil viele Wege führen zu Gott. Und du musst deinen eigenen finden. Und wo du diesen Weg findest, ist nicht so entscheidend, sondern dass du ihn findest. Also suche den Herrn und ich würde den Psalmisten ein bisschen um dich hin, jage ihm nach. Jage dem Herrn nach. Mit allem, was du hast. Ne? Also mit allen Mitteln, Waffen, was du auch hast, ist egal. Gott kann man eh nicht verletzen, keine Angst. Aber jage ihm nach. Wenn du einen Sportwagen hast, kannst du es im Sportwagen machen oder zu Fuß gehen. Das ist völlig wurscht wie. Entscheidend ist, dass du es willst und dass du etwas dafür tust. Ja? Also es ist nicht nur wollen, ja, Herr, komm, und er wird sich mir offenbaren. Kann sein. Aber wenn du etwas dafür tust, öffnet es dein Herz und für den Herrn ist es dann einfacher, dieses Herz zu berühren. Also, gesegnet ist der Mann und auch die Frau, die sich auf den Herrn verlassen und deren Hoffnung der Herr ist.